Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute spiele ich ein Szenario. Unternehmen Dynamo, oder das ist das Unternehmen der Woche, pünktlich zum Dünkirchen-Film. Ich frage die Anthony, das ist ein Zerstörer, gerade angezeigter. Anthony Zerstörer, ja, tut mir tierisch warm heute. So. Ach Gott, ist mir warm. Also, Unternehmen der Woche. Hier an der Seite sieht man die Details. Kann gar nicht richtig reden heute. Huiuiui. Und es geht hier um Soldaten zu retten. Und das werden wir tun. Also, Hauptaufgabe ist, ich glaube, mindestens 3000 Soldaten retten. Und dann gibt es noch einige Nebenaufgaben. Bisher habe ich es gar nicht geschafft. Ich habe dieses verdammte Szenario noch nicht geschafft. Ich habe es auch erst zweimal gespielt. Aber ja, wir sind für zu früh zerschossen worden oder irgendwas anderes ist passiert. Auf jeden Fall lief es nicht so gut. Ich werde mal schauen, dass ich das jetzt schaffe. Wie man sieht, da sind noch zwei Cyclone mit bei. Das sind die französischen Schiffe. Und hier gibt es auch immer irgendwelche Leute, die Kommandos ansagen. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier sein wird. Das ist die Anthony. Sieht ziemlich schmuck aus, sag ich mal. Das Blöde ist natürlich, uns werden auch nur Zerstörer angreifen. Abgesehen von den Flugzeugstaffeln, da auch Torpedobomber mit dabei und so. Aber an Schiffen, gegnerischen Schiffen, wird man hier nur Zerstörer sehen. Das heißt, es wird ein bisschen knifflig, die auch mit Torpedos zu treffen. Die Schlacht beginnt. Aber ich werde es trotzdem mal probieren, wenn es nötig sein muss. Und Achtung, Kapitäne, sichern Sie den Konvoi. Evakuieren Sie diese den Kapitän Sprachausgabe, aus Dünkirchen. ekelhaft. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ist egal. Ach ja, nee, Minenfelder, genau. Das unten auf der Minimap sieht man den roten Bereich, da sind Minen. Da bin ich auch schon reingefahren, habe zum Glück keine zur Detonation gebracht, aber ich habe schon jemanden gesehen, der volle Granate reingefahren ist. Weiß ich auch nicht wieso. Vielleicht dachte er, ah, rot ist ja ein sicherer Bereich. Wir wissen ja, rot ist die Farbe der Sicherheit. Und in der Gruppe bleiben, alles klar. So, da vorne sieht man das Symbol, das sind 20.000 Soldaten, die gerade am Ablaufen sind, die man also retten muss. Das Ganze wird auch wohl aufgegriffen im Dunkirchen-Film oder Dunkirk. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht genau darauf geachtet, wie der jetzt heißt. Ich weiß nur, dass so ein Film jetzt demnächst erscheint und oder schon erschienen ist. Ich beschäftige mich eigentlich nicht so mit dem Film. So, wir werden auch von der Insel aus beschossen, von den Befestigungen und natürlich sind hier Flugzeuge, die uns erstmal aufdecken und dann werden nämlich gleich auch angreifende Flugzeuge kommen. Das heißt, man sieht jetzt schon ein paar Nebenaufgaben, das sind halt Sachen, die wir erledigen müssen. Ja, ich bin heute ein bisschen langsam irgendwie. So, einschiffen kann man nur natürlich nur, wenn man stehen bleibt. Also muss ich stehen bleiben. Der Kollege hier neben mir wird getroffen. Hier sind auch wie er da hier zum Beispiel. Ist er das? Ja, nee, irgendeiner, keine Ahnung. Jedenfalls sind hier Schiffe mit bei, die man auch beschützen muss. Doch, das muss ja neben mir sein. Ich weiß, dass hier Schiffe gibt. Ja, doch, die Goliath, klar. Die Goliath. Ja, ich habe das jetzt noch nicht so häufig gespielt. Ich habe auch beim ersten Mal wusste ich gar nicht genau, was abgeht. Beim zweiten Mal habe ich verloren. Da lief das auch alles nicht so lange. Achtung, Kapitäne. Sobald Sie die Truppen geladen haben, rücken Sie nach. So, ich bleibe jetzt erstmal hier im Nebel, weil dadurch werden wir nicht so gut getroffen. Und ich würde sagen, jetzt langsam bewege ich mich doch mal nach vorne. Also wie man sieht, es kommen ständig neue Aufträge, das meiste sind ja Nebenaufgaben. Retten Sie 7000 Soldaten, schießen Sie Bomber und Torpedobomber ab, die Staffeln weghauen und so. Obwohl, nee, Jägerstaffeln, die müssen weg und das andere sind die Torpedobomber einzeln. Ja. Die haben uns bewegen können hier. So, einen haben wir verloren, die Goliath, die wurde zerstört durch eine Seemine. Durch eine Seemine vom Minenleger. Aha.
Also am nervigsten sind eigentlich die Torpedobomber hier, weil die sind relativ akkurat. Da wir auch so dicht hier nebeneinander fahren. Also überhaupt so als Bulk hier. Wird es natürlich ein bisschen schwierig. Irgendeinen wird es immer treffen. So, da kommen die, ja, Schnellbootstäter. Die sind wirklich sehr, sehr schnell. Also die zu treffen ist wirklich schwierig. Funktioniert eigentlich am besten natürlich, je näher sie dran sind. Aber dadurch werden sie natürlich umso gefährlicher. Da vorne sind Torpedos. Wir haben jetzt schon Leute verloren. Nee, wir haben noch gar keine Leute verloren. Ja, waren doch Spieler. Ja, keine Ahnung. Ich spiele auch relativ spät jetzt hier und eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich müsste ich schon im Bett sein wegen Arbeit morgen, aber egal. Ich bin gerade eh so warm hier, ich kann einfach nicht schlafen. So, ich habe auch mal was versenkt. Der eine schiebt den anderen weg. Kann man ja ruhig mal machen. Doch, jetzt haben wir mittlerweile einen verloren. So, die fahren hier so dicht. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, um natürlich eine bessere Flugabwehr zu haben hier. So, ich könnte jetzt mehr aufnehmen. Weil ich getroffen wurde, durch jeden Treffer verliert man wieder Soldaten an Bord. Das heißt, man müsste sie wieder neu auffüllen. Ich könnte zurückfahren, könnte wieder welche aufnehmen, aber hier werden sowieso ab und an welche absaufen. Und die kann man dann, man kann in die Kreise fahren und die Soldaten, die da sind, halt mit aufnehmen. Jetzt fällt mir erstmal auf, dass da ein Schreibfehler ist. Evakuieren Sie 3000 Soldaten. Okay. Ist mal ein bisschen was anderes hier. Hab so eigentlich nie Szenarien gespielt. Letzten Monat hatte ich, glaube ich, mal welche gespielt. Zwei, aber ist auch nicht so. Aber es ist natürlich was anderes, weil man muss auf viermal Sachen achten, finde ich. Das ist anders, als wenn man jetzt standardmäßig durch die Gegend fährt, ob jetzt gewertet oder nicht. Das wird schon ein bisschen kniffliger. Macht auch Spaß eigentlich, weil es halt so ein bisschen frischer Wind ist. Aber man muss halt auch mal eine Niederlage hinnehmen, weil... Was welches ist welch, wa? So, jetzt schleichen wir hier so ein bisschen rum. Ich war am Anfang... Wollte ich einfach so schnell wie möglich vorne sein beim ersten Mal. Und einer hat mich die ganze Zeit angemeckert, dass ich mich von den anderen entferne. Was für ein Abschaum ich von Spieler bin und so. Ich dachte, was will ich eigentlich von mir? Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich halt die Soldaten irgendwie in Sicherheit bringen. Die zu treffen ist nicht so einfach. Die Torpedos werden wohl eh nicht treffen, aber ne. Man muss dazu sagen, dass die Boote sehr schnell kaputt gehen da. Die gegnerischen, also wenn man mal trifft, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, in welchen Wellen, also welchen Größen die hier ankommen. Ich schätze mal 15. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Jetzt konnte ich gar nicht so schnell darauf achten. Wir gucken, wie viel Leben wir eigentlich haben. War mir jetzt leider nicht möglich. Da kommt schon wieder Jäger. Also auch wenn es ziemlich nah aussieht, man sieht doch, dass der Hafen noch recht weit entfernt ist. Wenn man in den Hafen reinfährt, starten gegnerische Flugzeuge, um andere abzufangen. Starten unsere Flugzeuge, um gegnerische Flugzeuge abzufangen. So ist es richtig. I'm so sorry. So, noch haben wir keine der Aufgaben erreicht hier. Obwohl, retten Sie mindestens 7 zivile Schiffe. 10 haben wir noch. Torpedoboote, 11 von 25. Naja.
Ich hatte mal mit den Torpedobooten, das könnten wir noch schaffen. Und das mit den Bombern und Torpedobombern denke ich auch. Wenn eh gleich nochmal welche kommen. Ich versuche das irgendwie hier zu kapieren, halt nicht so schnell zu fahren, damit alle noch in einer Rotte fahren sozusagen. Dann kommt schon wieder die nächsten. Die Deutschen kommen wieder. Diese Sprachausgabe. Die Deutschen kommen wieder. Erinnert mich an so ein Spiel, was ich mal gespielt habe, Wolfschanze, wo ich glaube, dass irgendwie Polen einfach Deutsch gelernt haben. Und das Spiel dann synchronisiert haben, genau so klang das nämlich. Also irgendwie noch so ein bisschen mit Akzent, aber auch gleichzeitig so stramm Deutsch. So, also, so redet hier kein Deutscher. Flugabwehrmannschaften in voller Alarm. Ja, ich hoffe, ich schieße auch noch was weg hier. Ein paar sind ja dann doch. Blöd, das hält nur 10 Sekunden, was ich jetzt nicht abschieße. Abwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Oh, ich fahre ins Minenfeld. Da ist schon eine Mine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh mein, da sind die Minen. Man sieht, die sind ziemlich dicht beieinander, also da durchzumanövrieren wird einfach, wäre komplett krank. Wie gesagt, und in der Runde davor war ein, der ist einfach voll reingebrezelt. Ich weiß gar nicht wieso. Und das war kein Bot, also er hat ja normal gespielt, irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt, wo er dachte, keine Ahnung, was kostet die Welt, Geronimo rennt in die Mine. So, bisher haben wir nur einen verloren, ich habe nur 4 Treffer, aber hier geht es eigentlich ja nicht um die Treffer, oder, sondern halt mehr darum, jetzt auch irgendwie sicher anzukommen. Und wenn ich halt nicht viel abschieße, ja, dann kann man hoffen, dass die anderen mehr abschießen. Das wird schwierig von der Entfernung aus hier. Ich sehe auch, wie die anderen eigentlich verfehlen. Das ist getroffen. Ich will bei der Geschwindigkeit die fahren, so schnell wie die fahren. Ich fahre ja eigentlich von ihm weg, ne? Okay, ich glaube, aus der Entfernung hier brauche ich das nicht machen. Man sieht auch auf der Minimap, wie weit man eigentlich noch entfernt ist vom eigentlichen Punkt da. Aber ich sehe auch, dass da. Oh, wo kommt der denn jetzt her? Einfach aufgetaucht da, ne? Gibt's doch gar nicht. Gut, dann sollen die mal die machen und ich mache die hier vorne irgendwie. Knapp. Jetzt könnte es aber noch mal was werden. Und der ist weg. Wo ist der andere? Da. Oh, wie lange der ranfährt. Ah, oh, fast hätte er sich zum Torpedo mal gegriffen. Oh. Also offensichtlich halten die durchschnittlich 2 Treffer aus. Das war jetzt ein Treffer mit dem Brand und schon war er weg. So. Also wie schon gesagt, das ist wirklich einfacher, wenn man die einfach wenn man die näher rankommen lässt, anstatt da blöd rumzuballern. Ich meine, kann man natürlich machen. An alle Schiffe, hier spricht Colonel James White, Royal Air Force. Wir geben Luftunterstützung. Das heißt, jetzt müssten eigentlich unsere Flugzeuge starten. Ich wusste nicht, ich dachte ehrlich, das kommt erst, wenn man da reinfährt. Aber wahrscheinlich war ich letztens so schnell, dass mir vorkam, als nur weil ich tatsächlich schon drin war, dass sie dann gestartet sind. Aber kommt wohl erst ab einem bestimmten Punkt. Also so ein gescripteter Moment, wo man dann, wo die Flugzeuge dann starten. Der wohl immer gleich sein wird, so muss ja. Er verlangsamt sich, also werde ich auch mal verlangsamen. Mein Flak reicht aber gar nicht so weit. Ich sehe auch, der eine ist schon fast komplett weg.
Und nebenbei, ja, läuft ja auch noch die Zeit und wir müssen ja auch irgendwie zusehen, dass wir da rechtzeitig ankommen, da schon wieder einfach senken. Jetzt sieht man da so hinten, wird fast wie eine Linie angezeigt, ist aber ein Kreis, so ein weißer Kreis, da kann man jetzt noch Ertrinkende abholen, die, wie man sieht, die Nummer zählt runter, also die ertrinken auch wirklich dann. Das heißt, man hat nicht ewig Zeit, muss eigentlich ziemlich schnell auch dahin dann. Natürlich gut, wenn wir das noch schaffen würden hier. Wir senken hier. Zap, zap, rein in die Glocke. Vielleicht die vorderen. Besser zu treffen. Hoppala. Ich bin ein bisschen verstockt hier. So, vielleicht schaffe ich den noch. Immerhin getroffen. Leider kein Brand und nur Ausfall. Ich hätte ihn ja fast getroffen. Man muss also natürlich höher zielen, aber jetzt, ist er, jetzt entfernt er sich so schnell. Hier näher. Zap. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Ist einfach so schnell. So, da sind jetzt natürlich schon Schiffe abgesoffen. Die könnte man natürlich auch aufnehmen. Man sieht ja oben den Zähler, also 7000 retten, das wird jetzt eher knapp, weil wir schon fast bei unter 7000 sind. Also wir sind bei fast bei 7000 und ein paar Sekunden später und hier kommen Torpedos. Zum Abladen der Soldaten muss ich natürlich auch anhalten. Den muss ich jetzt auch noch irgendwie ausweichen hier. Ui, 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 ui! So. Jetzt hat's mal wieder doch einiges, fast 100 Soldaten weggehauen hier. Wahrscheinlich wird er hier eh nicht reinfahren. Ganz blöd sind hier nicht. Ich habe meine abgeladen. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Da ist einer kurz bevor er reingefahren. Ich habe gerade, da ist der Kreis. Ich versuche noch mal. 480 sind noch da. Gut. Muss ein bisschen knifflig hier. Ich muss ja irgendwie da jetzt reinfahren. Der eine versucht auch gerade welche aufzunehmen. Fährt die Anthony da nicht rein? Ist egal, also ich versuche jetzt hier reinzufahren, noch ein paar zu retten. Und vielleicht nebenbei noch was abzuschießen. Also gerade die Canterbury. Nimmt die wohl auf. Nimmt der alle auf? Das ist jetzt die Frage. Er hat schon einige aufgenommen. Oh, jetzt sind hier alle möglichen reingefahren. Jetzt haben wir, glaube ich, alle. Da sind noch 83. Die könnte man noch retten. Ich meine, 83. Wenn es jetzt nur noch 10 wären, würde ich, glaube ich, nie mehr hinfahren. Das würde sich gar nicht lohnen. Jetzt sieht man, wie knifflig das ist, die hier zu treffen. Die Motorschocker. Nein. Oh, Torpedos. Oh, Scheiße. Das schaffe ich nicht mehr. Ja, ich hätte es auch so nicht mehr geschafft, bis ich gedreht hätte und so, weil die Torpedos sind auch ziemlich schnell. Die sind nämlich fast genauso. Oh, was ist jetzt passiert? Haben wir gewonnen? Haben wir verloren? Wir haben gewonnen. Ich habe das mal gewonnen hier. Das ist eine schöne Sache. Torpedoboot haben wir geschafft, Bomber abgeschossen und das Unternehmen im Allgemeinen haben wir auch abgeschlossen, sonst, ja klar, hätten wir nicht gewonnen. Also wir haben mindestens 3000 Soldaten gerettet. Was ist das? Unternehmen Dynamo persönlich? Ja, habe ich gemacht. Boah, ja, tolle Sache. Gerthold, bin ich abgeschossen.
Gerthold, du Schwein! Du Bot! Nee, coole Sache. Wo stehe ich denn hier? Zweiter immerhin. Wir haben einen schon gleich am Anfang verloren. 4 Punkte. 4 Punkte muss man ja auch erstmal verdienen. Also, ja, das war's hier. Szenario mit dem Anthony. Mit dem Anthony. So, Anthony Zerstörer. Ich weiß nicht, man wird immer dazu verleitet, irgendwie das zu verweiblichen. So, aber ist auch egal. Ja, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Ich mache falls noch mit der Clown und dann mal gucken, wie es da läuft. Ja, also, bis denn dann. Ne? Ciao, ciao.